Bevor ihr euch wundert, ich hatte gerade eben wieder unterbrochen, bin zurückgelaufen zu so einem Dingsbums-Medi-Dings, dass ich mein Lager leer verkaufe. Da unterbreche ich halt immer, macht das schnell, das hinherlaufen, das ist ja für euch äußerst öde. Aber damit ihr euch nicht wundert, wieso ist denn dein Inventar plötzlich leer?
Es gibt in dem Spiel einfach so irre viel Loot. Das ist auf der einen Seite super geil, auf der anderen Seite, es kostet halt echt viel Zeit, wo man einfach wirklich durch alle Ecken raucht, damit man ja noch jede Kiste findet. Also vor allem die spannenden Kisten, da wo wirklich was drin ist. In vielen Kisten ist ja immer nur so diese lächerlichen Dollarbeträge. Qualität, niedrige Preise und ich stelle...
Ja. Unsere neuen Folterpüppchen, Jungs! Heizt ihn ein! Ja, also es hat es mir gerade leichter gemacht, aber ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass man hier so ein bisschen das ausnutzen kann mit dem Respawn, weil unten auf der Freifläche, man kommt ja hier nicht mehr hoch zu der Waffenstation, also das habe ich gerade noch nicht gesehen gehabt, da heißt man diesen Flammenwerfer-Schwachkopf ziemlich ungeschützt ausgesetzt, plus seinen Trupps, die da angerannt kommen. Von hier oben hat man natürlich eine tolle Position und er kann einen überhaupt nicht richtig erreichen.
Ich weiß nicht recht. Ist nicht so wirklich geschickt gestaltet, finde ich. Also ich habe das jetzt gerade ausgenutzt, das kann ich mir natürlich auch selbst vorwerfen, aber weiß nicht, rein technisch finde ich das jetzt nicht so geschickt gelöst, die Ecke hier. Weil man, es verlockt ja dazu, es so auszunutzen. Oh Mann, 15 Stunden mit Claptrap, okay. Und nun, Kurs auf Sanctuary! Lass uns Segel setzen! Ach, das macht einfach so Spaß, die Borderlands-Spiele.